Welches ist das stärkste Tier? Die stärksten Muckis beim Ziehen, Tragen, Springen, Klettern und Zubeißen. Jetzt in die stärksten Tiere. Die stärksten Muckis beim Ziehen und Tragen. Elefanten fressen nicht nur Blätter und Gräser, sondern auch Äste und Zweige und Wurzeln. Um an die zu kommen, benutzen sie ihren Rüssel. Mit ihm können sie graben, ziehen, drücken und bis zu 300 Kilogramm heben. Die Blattschneiderameise trägt Blätter, die 50 Mal schwerer sind als die Ameise selbst. Das wäre in etwa so, als würde ein erwachsener Mensch über seinem Kopf 60 Kühlschränke tragen. Aber das stärkste Tier der Welt ist tatsächlich der Mistkäfer, also im Vergleich zur Körpergröße. Mit seinen starken Hinterbeinen rollt er kleine Kugeln aus Mist. Und die können über 1000 Mal so schwer sein wie er selbst. Das wäre in etwa so, als würde ein erwachsener Mensch 80 Autos schieben. Die stärksten Muckis beim Springen und Klettern. Sieh dir an, welche großen Sätze der Schneeschuhhase macht. Wenn er vor einem Raubtier flieht, kann er über 3 Meter weite Sprünge machen. Das graue Riesenkänguru hat noch längere und noch kräftigere Beine. Wie 2 Sprungfedern schnellt das Känguru nach vorne. Mit einem Satz springt es über 13 Meter weit. Natürlich gibt es auch Kletterkünstler. Der Jaguar klettert mit Beutetieren, die doppelt so viel wiegen wie er, auf Bäume hinauf. Auch Schwarzbären klettern leidenschaftlich gerne. Ebenso der Leopard. Er erklimmt mühelos bis zu 15 Meter hohe Bäume. Ich kann rolle vorwärts. Die stärksten Beißer. Der Schnabel des Hyazintaras ist so scharf und kräftig, dass er einen Besenstiel in 2 Stücke zerteilen könnte. Für gewöhnlich zerbeißt er aber lieber Macadamia oder Kokosnüsse. Auch wenn Flusspferde meist recht gemütlich und harmlos aussehen, sind sie unheimlich stark und haben eine außergewöhnliche Beißkraft. Sie fressen nur Pflanzen, können aber stärker zubeißen als ein Grizzlybär. Das Krokodil ist eines der beiden Tiere mit der größten Beißkraft. Blitzschnell packt es Beutetiere mit seinen kräftigen Kiefern und hält sie fest. Selbst so große und kräftige Tiere wie Gnus, Zebras und kleine Flusspferde schaffen es nicht, sich loszureißen. Ich bin ein Krokodil! Hör auf! Jetzt gehen wir auf Tauchgang. Im Meer finden wir das Tier, das mindestens ebenso stark zubeißen kann wie das Krokodil. Es ist der weiße Hai. Übrigens, auch sehr kleine Tiere können unheimlich zubeißen. Der tasmanische Teufel ist nicht viel größer und schwerer als eine Katze. Er verputzt hauptsächlich tote Tiere und frisst sogar deren Knochen. Im Vergleich zur Körpergröße hat er den stärksten Kiefer aller Säugetiere. Der Tierchenwelt-Check. Die stärksten Muckis haben Elefanten, Adler, Blattschneiderameisen und Mistkäfer. Am besten springen und klettern Schneeschuhhasen, Kängurus, Schwarzbären, Leoparden und Jaguare. Die stärksten Beißer haben Hyazintaras, Flusspferde, Grizzlybären, Krokodile und weiße Haie.